Mehr als 1 Million Passagiere flogen im vergangenen Jahr alleine von Deutschland nach Kanada. Es sind also viele Reisende, die von dem ursprünglich geplanten Abkommen zwischen EU und Kanada betroffen wären. Es sah unter anderem vor, dass viele persönliche Daten zu den Passagieren an die kanadischen Behörden übermittelt werden. Zum Beispiel die Anschrift, Kreditkartennummer, aber auch Informationen, aus denen sich Rückschlüsse auf Gesundheit oder Sexualität ziehen lassen und die Essenswünsche an Bord. Die Daten sollten in Kanada bis zu 5 Jahre gespeichert und auch an andere Stellen weitergegeben werden dürfen. Einige Abgeordnete aus dem Europaparlament hielten das für rechtswidrig. Der EuGH gab ihnen heute recht, das Abkommen dürfe in seiner jetzigen Form nicht geschlossen werden. Der EuGH hat schon immer gesagt, Eingriffe in Grundrechte, hier geht es ja um Datenschutz, müssen sich auf das absolut Notwendige beschränken. Und das sei bei diesem Abkommen gleich an mehreren Stellen nicht der Fall. Die Speicherdauer von 5 Jahren zum Beispiel, die dürfe sich auf Personen beziehen, von denen eine Gefahr ausgeht. Für alle anderen Personen müssten die Daten aber nach ihrer Abreise wieder gelöscht werden. Auch die Übermittlung besonders sensibler Daten gehe generell nur im extremsten Ausnahmefall. Für die Gegner des Abkommens ist das heutige Gutachten ein Erfolg, weit über das EU-Kanada-Abkommen hinaus. Klar ist aber auch, damit es Fluggastdatentransfers auch in die USA oder Australien zum Beispiel gibt, müssen auch diese Abkommen überarbeitet werden. Und da ist die EU-Kommission jetzt aufgefordert, diese Abkommen nachzuverhandeln. Die EU-Kommission will nun prüfen, welche Auswirkungen das heutige Gutachten hat.